Seit 1911 steht Ebel für Kreativität und Pioniergeist. Die Geschichte der Schweizer Marke erzählt aber auch von Höhen und Tiefen. Wie Ebel seine Zukunft positiv gestalten möchte, verrät uns Luke Oprinsen, Präsident von Ebel. Herr Oprinsen, Ebel stellt seit 1930 in Basel aus. In diesem Jahr präsentieren Sie sich mit einer prominenteren Standposition. Ist der neue Standort auch Teil einer neuen Markenstrategie? Nicht von der Markenstrategie, mehr von der Gruppenstrategie. MGI ist in die Lage gewesen, um die ganze Marke von der Gruppe zusammenzufügen. Sowohl die Lizenzmarke als die Schweizer Marke, die uns gehören als Gruppe. In diesem Jahr zeigen Sie ja neue Ebel Wave Varianten. Steht diese Modelllinie mit dem Wellenband für den Ebel Look? Absolut. Das Ebel Wave Design ist in 1977 lanciert geworden, so 37 Jahre am Markt. Und in die 37 Jahre hat die Ebel Wave auch immer zu den Bestsellers gehört am Markt. Wir haben eine Kollektion von 15 neuen Uhren in die Wave-Kollektion. Das sind Uhren im Stahl und Stahlgold, sowohl im Quarz als im Automat. So, wir sind treu geblieben an das erfolgreiche DNA der Uhr. Aber die ist sehr verjüngt, modernisiert, frisch gemacht und für die moderne Dame. Ja, sicher, ich habe hier die Dame-Version, die neue Welle-Uhr, mit das sehr markante Band, das Welle-Band. Das ist Stahl-Gold-Version mit brillant Lunette, ein Perlmutter-Zifferblatt mit 58 Brillanten auf die Lunette, ist 0,377 Karat. Das ist modernisiert, ist etwas starker geworden, etwas frischer. Und die Unikat von dieser Uhr ist diese Case-Bracelet-Integration, so wie wir das nennen. Die Haptik der Uhr, die ist unik, das wird auch sehr von unseren Kunden geschätzt. Ebel ist aus der Damenuhrenwelt nicht mehr wegzudenken. Werden Sie zukünftig auch wieder mehr Herrenmodelle präsentieren oder konzentrieren Sie sich ganz auf die Damen? Wir sagen immer, wir fokussieren uns auf die Damen, aber wir vergessen die Herren sicher nicht. Das ist ungefähr 25% von unserem Business. Und wir werden in die Zukunft auch die Herrenuhren weiterentwickeln. Und in diese neue Kollektion gibt es sowohl Damen- als Herrenuhren. Wir stellen jetzt hier die Uhr vor auf Basel. Die Uhr wird dann lanciert im Herbst. Das ist eine wunderschöne Stahl-Rosé-goldene Uhr, 40 mm mit einem Automatkaliber. Sehr schönes silberfarbenes Zifferblatt mit rosé-goldenen Strichindexen. Und ein sehr markantes Band, wo die Kombination mit Stahl und Roségold das Welle-Element nochmals betont.